Yay. Und jetzt sieh ganz genau zu. Ich werde niemals eine Z-Feen-Attacke einsetzen. Nun, da du alle Prüfungen erfolgreich hinter dich gebracht hast, wartet nur noch die große Prüfung auf dich. Das ist dann auch gleichzeitig Hapus erste große Prüfung als Inselkönigin. Wie aufregend. Jo. Und das könnte heavy werden. Also 666 muss jetzt shiny werden, Kuro. Ganz ehrlich. Ich sehe, hast du Matsurikas Prüfung mit Bravour bestanden? Das bedeutet, die große Prüfung steht an. Genau, die große Prüfung steht an. Also dann, wir treffen uns auf Kokowai Island. Man merkt, dass sich eure Inselwanderschaft dem Ende zuneigt. Selbst Tali hat mich, den alten Haler, im letzten Pokémon-Kampf ganz schön blass aussehen lassen. Und das, obwohl ich mich nicht mehr zurückgehalten habe. Die Inselwanderschaft lässt euch wachsen. Und dadurch verändert sich das Gesicht Alolas selbst. Wie ich mich darauf freue zu sehen, was die Zukunft für euch bereithält. Tja, so ist das. So ist das. Dann wollen wir mal kurz zum Pokémon Center rennen. Und uns danach an Hapus große Prüfung begeben. Ich meine, ich hab meinen Stumpfel, ich habe meinen Primarine. In offensichtliche Bodenattacken kann ich auch mein X-Bot reinwechseln. Ach, wird schon, wird schon. Bestimmt. Bestimmt. So. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist Stumpfel nach vorn packen. Damit ich, egal was rauskommt, erstmal Igelsamen drauf packen kann. Egal was er einsetzt. Nee, hier will ich nicht hin. Nicht zum Restaurant. Und hin. Hier im Süden. Im Sudan, Apu erwartet dich auf Kukuwa Island. Soll ich dich direkt hinbringen? Jo. Also gut, dann ab an Bord mit dir. Mein Schiff, die Capoda, bringt dich ganz gemütlich ans Ziel. Das will ich doch hoffen. Sonst werde ich seekrank. Und dann bist du schuld, wenn ich den Kampf verliere. So, da wären wir endlich Kukuwa Island. Naja, dann mal viel Glück. Ganz oben, hä? Aber jetzt erwarten. Okay. Na denn. Hey Kokowai, willst du mir wieder nach oben? Danke dir. Hey Hapu, traust du dich, gegen mich und meine Pokémon anzutreten? Doch sei gewarnt, wir werden alles geben. Und ab. Dann zeige ich dir jetzt die Kraft einer von Capo Kima auserwählten Inselkönigin. Du meinst Tapu Fini. Ich bin die Inselkönigin Hapu. Und ich habe aus dem Glitzerstein, der mir von unserem Capo anvertraut wurde, einen Z-Kraftring gefertigt. Ich habe nun also auch einen Z-Kraftring, so wie du, Riku. Das bedeutet, die Capo stehen uns beiden bei. Also dann, dies ist meine erste große Prüfung als Inselkönigin Hapu. Ich werde all meine Kraft zusammennehmen, um dich zu bezwingen. Mach das. Gulgantis, okay. Gul. Gantis. Gul. Rang 50 fängst du an, ha? Okay. Will hier trotzdem erstmal Igelsamen draufpacken. Aua. Autsch. Nicht so schön.
Gut. Wir gehen mal raus auf Flunkiefer. Zum einen für den Bedroher, zum anderen sollte Flunkiefer die Finsterfaust ganz gut abfangen. Weniger gut als gehofft, aber bin halt auch 6 Level drunter. Und die Egelsamen heilen mich ganz gut hoch, von daher passt das. So. Knirscher war 80, Tiefschlag war 70. Knirscher. Okay. Ich hab gedacht, vielleicht passt's, aber nee. Nee, hat leider nicht gepasst. Naja. Okay. Alles gut. Dann halt nicht. Noch ein Erdbeben, yo. Wow. Ist halt doch recht viel. Naja. So, deinen letzten KP nehme ich mal noch. Jo, 4 KP noch. Hm, toll. Pampros. Natürlich Pampros. Pampros ist auch langsam. Ist es langsam als Primarine? Schwer zu sagen. Wirklich, wirklich schwer zu sagen. Das ist cool, du hast jetzt zwei Wochen Ferien. Das heißt, du kannst 2 Wochen lang Shiny Sushi setzen. Dein Traum wird wahr. Oh Mann. Oh boy. Sag mal, viel Spaß. Zähigkeit, yo. Lecco mio, ey. Lecco, aua. What? Giftschrei kann doch vergiften, oder? Habe ich zumindest so im Kopf. Das ist jetzt nicht so toll. Ja, vergiftet mit 10% Wahrscheinlichkeit. Versuchen wir es nochmal. Ja, komm. X-Bad geht jetzt eh gleich drauf. Schade. Schade. Naja. Jo. Ich könnte ein bisschen haarig werden. Allein aufgrund meines Levels. Okay, wir sind schneller. Das ist schon mal gut. Und, oh, das Siedewasser krittet. Und reicht deswegen. Wahrscheinlich nur deswegen. What? Okay. Da wechsle ich auf jeden Fall. Einfach nur, um safe mal hin beim Primarina hochheilen zu können. Aua, die Bilder. Das tut weh. Sollte ich hochheilen. Hochheilen wollte ich. Und zwar das Primarina. Ja. Mag ja sein, dass sie auch schon Sonne und Mond und Libeldra hatte, aber Libeldra tut halt immer weh. Libeldra ist halt uncool. So. Das ist eine 190. 190 plus Step.
sind 285. Das ist eine 220. Mondgewalt. Erdkräfte. Ja, gut. Das geht. Schade, dass sie kein Proto-Groudon hat. Ja, nee, ist klar. Tschüss, Libeldra. Hätte ich Primarinen nicht hochgeheilt, hätte ich die Erdkräfte wahrscheinlich nicht überlebt. War also eine gute Idee, eine gute Entscheidung. Und Gastrodon. Ja, hier jetzt stumpfeln, ne? Mist. na gut, gucken wir mal. Ja, Proto-Groudon würde ihr Team gegen Wasserattacken super ergänzen, das stimmt. Leider. Aua, Schlammbombe. Okay. Das geht, das geht, das geht. Das halten wir aus. Jetzt vielleicht noch ein Spitzangriffstorb? Nee? Na gut. Sollte ich trotzdem aushalten. Oder auch nicht. Ich mich da gerade echt zu vertan? Mit den HP, die ich noch übrig hatte? Ach, mag sein. Mag sein, ich weiß es nicht. Ist auch Wurst. Ist ja jetzt auch Wurscht. So, bis. Komm. Übertrank. Ja, klar. Natürlich. Ah, schade. Okay. Okay. Darf noch mal was wiederbeleben. Wie es aussieht. Mach ich halt noch bis zur Liga. Es kommt drauf an, wie lange ich brauchen werde. Kann es mir aber vorstellen. So, ich muss mal wiederbeleben. Ich nehme auch gleich einen Top-Beleber, weil warum nicht? Scheiß drauf. So, Stumpfel. Ja, komm, was soll's. Hier, Dampfwalze. Egal, Mann. Geht ihr nicht durch. Und bete. Bete? Warum sollte ich beten? Ich habe noch nie gebetet. Ich hab gebetet, aber... Oh, hier. Holzhammer. Bam. Du wirst schon sehen, ha, toll. Du bist so stark, dass ich selbst, dass ich das selbst in meinen Eingeweiden spüre. Das klingt ekelhaft. Das klingt irgendwie ekelhaft. Aber gut. Und damit hast du deine letzte große Prüfung bestanden. Yay. Und wir kriegen den Bodinium Z. Ich muss schon sagen, du bist wirklich ein ganz besonderer Trainer, Riku. In der Vergangenheit mussten sich alle Trainer, die ihre Inselwanderschaft absolviert hatten, auf dem Mount Lanakila der geballten Kraft der Inselkönige und Inselköniginnen im Kampf stellen. Aber seit diesem Jahr gibt es ein neues Ritual, das als letzte Prüfung deiner Reise dient. Was das ist, findest du am besten selbst auf dem Mount Lanakila heraus, aber zuerst sollten wir nach Pony zurückkehren. Ja, sollten wir. Der letzten Prüfung deiner Inselwanderschaft musst du dich auf dem Mount Lanakila stellen. Der Mount Lanakila befindet sich auf Ula Ula. Du kannst ihn vom Dorf der Kapu aus erreichen. Jo, ich weiß. Dankeschön. Danke, danke, danke. So.
Moment, Moment, nicht Akala, Ula Ula. Auf der Kapu. Auf der Kapu. Der kaputten. Kaputten Kapu. Okay. Dann wollen wir doch nochmal eine Runde Pokémon heilen. So. Na dann. Mount Lanakila. Hey Gladio. Ich habe auf dich gewartet, weil ich dir danken wollte. Du hast viel für Lilly getan und auch für unsere Mutter. Ich hoffe, es ist dir recht, wenn ich meine Dankbarkeit in einem Kampf ausdrücke. Das ist im Grunde alles, was ich kann. Daher bringe ich aber auch den Z-Kraftring zum Einsatz, den mir dieser Alte gegeben hat. Es ist erstaunlich, wie stark ich bin, wenn ich mich richtig zusammennehme. Ja, was auch immer, Kuku, was auch immer. Stumpfel ist gegen ein X-Bad eine schlechte Idee. Los, Alola Akbar. Ja, wer ist mit dieser Alte gemeint? Das könnte Yasu sein, das könnte Hala sein. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Steinhagel. Also ein Steinhagel. Ne? Oh, what? Na gut, da du mir eh keinen Schaden machst, setze ich nochmal Schadensteine raus. Ja, komm. Giftstreich, nochmal Stromstoß. Weg ist das X-Bad. Was schon mal eine sehr gute Sache ist. So, Lucario. Primarine. Setzen wir da mal dagegen. Weil, warum nicht? Mondgewalt. Jo, Spätzangriff gesenkt. Nicht, dass es großartig relevant wäre. Wenn er Metallklaue einsetzt, aber hey. Man kann sich halt trotzdem drüber freuen, dass es passiert. Ja, das ist echt cool. So. Amigento. Wenn ich jetzt wüsste, was das Ding für eine Tafel trägt, ne? Oder Disc oder wie auch immer die Teile für Amigento heißen. Sieht sehr grün aus, sehr pflanzig. Igelsamen trifft nicht gegen Pflanzen, oder? Gegen Pflanzen-Pokémon. Habe ich im Kopf. Moment. Muss ich gerade nochmal nachgucken. Igelsamen. So. Wenn das von Igelsamen schlägt, fehlt, wenn das Ziel vom Typ Pflanze ist. Jo.
Der Typ passt sich ja, soweit ich weiß, dann auch an die Tafel Disc bla mit an. Glaube ich. Nicht. Komm, Amigento erstmal verkrüppeln. Hallo Zorak. Du Pisser. Du Penner. Fuck. Hatte er nicht auch in Sonne und Mond schon Zorak? Hat's mich da nicht auch schon überrascht? Ich glaube ja. Oh, wie mies, ey. Da hat er jetzt eine Buna. Okay. Okay. Ich wusste, er hatte irgendein Unlicht-Pokémon. Ich dachte, es war ein Zora. Gut, dann war es ein Snibunner. Meinetwegen. Nicht, dass das jetzt in meiner aktuellen Situation irgendeinen Unterschied machen würde. Boah, du blöder Penner, ey. Ballwelle. Ja. Das tank ich. So, Mondgewalt. Moonblast. So. Okay. Dann gehen wir jetzt mal auf Hundemon. In der Hoffnung, schneller zu sein. Weil Amigento hat eigentlich verdammt gute Werte in allem. Auch so ein OP-Mon. Flammenwurf. Holzschere. Aha. Ja gut. Yes, perfekt. So, durch die Verbrennung reicht die nächste Kreuzschere definitiv nicht aus, um mich rauszunehmen. Also kann ich nochmal auf den auf den Flammenwurf drücken. Ja, perfekt. Perfekt. Ja.